Es ist Frauenmesse, darf alle Frauen, aber auch alle Männer, die gekommen sind, begrüßen mit dem Gruß der Kirche: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Frauen, ein Mann, der uns nahe steht, nicht deswegen, weil er in unserer Zeit leben würde. Er hat vor 1000 Jahren, ist er ungefähr geboren worden und hat dann gelebt. Aber er ist uns nahe, weil er Bischof von Passau war und unser Gebiet damals ja auch zur Diözese Passau gehört hat. Es ist der heilige Bischof Altmann. Dieser Bischof ist in Göttweig begraben. Und ja, ich kann dann später noch einiges sagen über sein Leben und sein Wirken. Da können wir auch für unsere Zeit einiges herausnehmen. Auf alle Fälle wollen wir beten um geistliche Berufe, um gute Bischöfe. Die brauchen wir. Und dass wir alle zusammenstehen, alle zusammen helfen, eine Gemeinschaft von Menschen sind, die mit Christus zusammen in Liebe leben, als Frauen und als Männer. Wenden wir uns an den Herrn. Herr Jesus Christus, du bist vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Herr, erbarme dich unser. Du bist gekommen, die Sünder zu rufen. Christus, erbarme dich unser. Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns einzutreten. Herr, erbarme dich unser. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast den heiligen Bischof Altmann zu einem unerschrockenen Vorkämpfer für die Freiheit und Ehre der Kirche gemacht und durch ihn das geistliche Leben erneuert. Höre auf seine Fürsprache, hilf uns in den Schwierigkeiten unserer Zeit zu bestehen und führe uns zu jener Freude, die du denen bereitet hast, die dich lieben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostel Paulus an Timotheus. Mein Sohn, ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, dem kommenden Richter der Lebenden und der Toten, bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich. Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht. Weise zurecht, tadle, ermahne, in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln. Man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken,
sondern sich Fabeleien zuwenden. Du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden, verkünde das Evangelium, erfülle treu seinen Dienst. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Frauen sind gute Sänger. Ein schönes Lied hätten wir da auf der Seite 19. In deinem Namen wollen wir den Weg gemeinsam gehen mit dir. Du bist unsere Mitte. In deinem Namen wollen wir den Weg gemeinsam gehen mit dir. Du bist unsere Mitte, bist unsere Kraft. Und deinen Namen preisen wir und loben dich und danken dir. Du bist unsere Mitte, die Einheit schafft. Herr, so wie du uns liebst, so wollen wir einander lieben. Herr, so wie du verzeihst, so wollen wir verzeihen. In deinem Namen wollen wir den Weg gemeinsam gehen mit dir. Du bist unsere Mitte, bist unsere Kraft. Und deinen Namen preisen wir und loben dich und danken dir. Du bist unsere Mitte, die Einheit schafft. Herr, so wie du uns stärkst, so wollen wir einander stärken. Herr, so wie du vertraust, so wollen wir vertrauen. In deinem Namen wollen wir den Weg gemeinsam gehen mit dir. Du bist unsere Mitte, bist unsere Kraft. Und deinen Namen preisen wir und loben dich und danken dir. Du bist unsere Mitte, die Einheit schafft. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Wenn man euch in einer Stadt verfolgt, so flieht in eine andere. Amen, ich sage euch, ihr werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten Israels, bis der Menschensohn kommt. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister, und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, ein paar Dinge zum heiligen Altmann. Dieser Mann ist um das Jahr 1020 in Westfalen geboren worden und war dann Lehrer an der Paderborner Domschule und Propst in Aachen. Dann war er Hofkaplan des Kaisers Heinrich III. Und dann nach seinem Tod auch für die Kaiserin Witwe der Agnes. 1065 wurde er Bischof von Passau. Und was war ihm da das große Anliegen? Ein Anliegen, das auch uns heute ein großes Anliegen sein muss. Nämlich der Klerus und die Klöster. Reformbedürftig waren die Klöster und der Klerus damals wie heute. Denn Reformen sind immer notwendig. Man muss sich immer wieder neu der Botschaft Jesu Christi stellen. Das ist die Aufgabe jeder Zeit und eines jeden Bischofs, eines jeden Priesters, aber auch eines jeden und einer jeden Gläubigen. Dass es die Klöster sind, von denen gleichsam immer die Impulse ausgegangen sind in den Jahrhunderten bis heute. Und auch heute ist es so, dass die Klöster Zentren sind, in denen ganz besonders intensiv das Leben mit Christus gelebt wird und von diesen Zentren aus dann das ausstrahlt in die gesamte Bevölkerung. Erstens einmal durch die Patres, die von den Klöstern ja dann in den Pfarren wirken, aber auch vom Kloster selbst. Es geht gleichsam eine Strahlung aus von solchen Vereinigungen, von solchen Gemeinschaften, die wirklich echt mit Christus leben, das Christentum echt leben. Der heilige Altmann hat Klöster gegründet, auch in unserer Nähe, in Passau eines, Kloster St. Nikola, und in Göttweig, Göttweig an der Donau in Niederösterreich. Auch nach Reichersberg hat er, sowie nach Göttweig, die Chorherren, die Augustiner Chorherren gerufen, die damals sehr, sehr gut gewirkt haben. Und dann kam es ja zu einer großen Auseinandersetzung, gerade in dieser Zeit. Wenn man es mit heute vergleicht, finden wir Vergleichspunkte, aber nicht unbedingt in dieser Form wie damals. Damals war es der Kaiser, der hineinregieren wollte, immer wieder in die Kirche. Der Kaiser, der wollte nach seinem Sinn und nach seiner Vorstellung den Klerus ausbilden und vor allem die Bischöfe sich selber aussuchen, die seinem Geschmack empfunden waren. Was heute kaum mehr der Fall ist. Heute ist es klar geworden, dass die Herrscher, die Politiker nicht in der Kirche mitzureden haben, wer Bischof wird zum Beispiel.
und wer wo Pfarrer wird. Aber damals war es so, das war der sogenannte Investiturstreit. Der Kaiser wollte unbedingt das Recht haben, die Bischöfe selbst auszuwählen und zu ernennen. Die Weihe hätte er dann ja der Kirche überlassen, aber die Personen aussuchen, das wollte der Kaiser. Und das war der sogenannte Investiturstreit, der sich über Jahrzehnte, fast über ein Jahrhundert hingezogen hat. Gott sei Dank, dann ist es doch gelungen, dass die Herrscher nicht da in die Kirche so hineinregieren können, sondern dass die Kirche selbst die Auswahl machen kann, wer wo Bischof sein wird. Damals war dieser Altmann von Passau einer, der ganz auf der Seite des Papstes war und dadurch auch einiges einstecken musste. Er musste fliehen aus dem Bereich, wo der Kaiser regierte. Er kam in die Verbannung nach Zeiselmauer an der Donau bei Wien und ist dort auch gestorben. Darum ist er auch in Göttweig begraben. Der heilige Altmann möge Fürsprache einlegen für unsere Kirche heute, dass auch heute Menschen, gute, gläubige Menschen, liebende Menschen und vor allem treue Menschen das Bischofamt übernehmen und dazu berufen werden. Auch heute braucht es Menschen, die das mit dem Gebet unterstützen. Ich darf bei dieser Gelegenheit wieder bitten und auch danken, dass eben auch viel gebetet wird, gerade bei der Frauenmesse auch um geistliche Berufe. Es ist ein wichtiges Anliegen, das wir haben, damit es gute Priester gibt und genug, damit Hirten da sind. Christus hat ja der Kirche das Hirtenamt gegeben. Das ist etwas anderes wie eine Demokratie, ist aber auch etwas anderes wie eine Autokratie, wie wie es früher war im Mittelalter, wo ein Regent eben allein regiert hat fast. Zwischen diesen Dingen liegt irgendwo drinnen das Hirtenprinzip. Und Christus hat dieses Hirtenprinzip gewählt. Und ich finde, das ist etwas Wunderbares, denn gerade zwischen Hirt und Herde, damals hat man das ja anschaulich gehabt, was man heute vielleicht nicht mehr so hat, zumindest in unseren Bereichen, dass es große Herden gibt, Schafherden zum Beispiel, und einen Hirten dabei. Aber Jesus hat gesagt, da sehen wir den Zusammenhalt. Die kennen sich. Da ist keine Distanz dazwischen. Der Hirt kennt seine Schafe und die Schafe kennen den Hirten. Er hat es auch in einem Gleichnis so sehr betont. Er ist der gute Hirt und er kennt die Seinen. Und die Seinen kennen ihn.
Und dasselbe will er auch zwischen Bischof und den Gläubigen. Beten wir darum, dass diese Einheit immer wieder gestärkt wird, dass darum gerungen wird. Es kann ja auch Konflikte geben und hat es gegeben, gibt es in unserer Zeit ja auch. Aber immer wieder kann man sich zusammensetzen, kann man miteinander reden. Es muss so sein, dass man sich gegenseitig vertraut, eben wie Hirt und Herde einander kennen und einander Vertrauen schenken. Wenn wir viel beten, dann wird Gott auch viel Gnade dazu geben. Bei dieser Gelegenheit noch einmal herzlichen Dank für alles Gebet, das gerade die Frauen in diesen Anliegen immer verrichten, eben durch dieses Messopfer, aber auch sonst. Und jetzt wollen wir auch in den Fürbitten dieses Anliegen anbringen. Zu Jesus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dürfen wir rufen und ihn bitten. Für die Kirche schenke ihr Priester und Seelsorger, die als gute Hirten in ihr wirken. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Völker der Erde, sende ihnen Boten deiner Wahrheit und Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich für den priesterlichen Dienst vorbereiten, stärke sie, dass sie ihrer Berufung treu bleiben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Gemeinde, bewege junge Menschen im Vertrauen auf dich, deinen Ruf zu folgen. Wir bitten dich, erhöre uns. Um das bitten wir dich, im Vertrauen auf deine liebende Barmherzigkeit, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Wir wollen an die Fürbitten natürlich auch das Anliegen der Heiligen Messe, aber ich habe es schon erwähnt, es ist ja dasselbe Anliegen, katholische Frauenbewegung für lebende und verstorbene Mitglieder und um geistliche Berufe. Siehe, wir kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Siehe, wir kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Siehe, wir kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Das Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lasse uns der Kelch des Herrn teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht,
damit er uns der Kelch des Heiles werde. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Herren zum Bringen. Betet nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, am Gedenktag des heiligen Bischofs Altmann bringen wir das Opfer des Lobes dar. Voll Vertrauen rufen wir zu dir, wende alles Böse von uns ab und rette uns vor dem ewigen Verderben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie am Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und am Fest des heiligen Bischofs Altmann deine Größe zu rühmen. Sein Leben aus dem Glauben ist uns ein Vorbild. Die Botschaft seiner Predigt belehrt uns. Seine Fürbitte erwirkt uns Schutz und Hilfe durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Singt heilig, heilig, heilig ist unser Herr und Gott. Singt mit den Engeln, heilig bist du Gott, Zebaoth, im Himmel und auf Erden soll deine Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. Zusammen mit der seligen Jungfrau Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zu den Aposteln hat Jesus gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Auch wir dürfen ihn bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst den Weg des Sünders, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg des Sünders, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Wir beten dich, erbarm dich, großer Gott, und segne uns in diesem Himmelstod. Lasst uns beten. Herr unser Gott, das Sakrament, das wir empfangen haben, entzünde in uns jene Liebe, die den heiligen Bischof Altmann drängte, unermüdlich für deine Kirche zu arbeiten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Darf ich noch einmal recht ans Herz legen, die Anliegen, die der heilige Bischof Altmann in seiner Zeit hatte, nämlich die Treue zur Kirche und zum Papst und die Nachfolge Jesu Christi in der Gemeinschaft der Kirche. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Wir brauchen Brüder und Schwestern, die mit uns glauben, die mit uns hoffen und die mit uns lieben. Eine Gemeinschaft, in der Gott im Mittelpunkt steht. Eine Gemeinschaft, die sich nach dem Bild des dreieinen Gottes zusammensetzt, eben in Gemeinschaft, in der Verbindung zwischen Vater und Sohn und im Heiligen Geist, der diese Verbindung zusammenhält und immer wieder erneuert, auch bei uns möge es so sein. Und wenn wir jetzt um den Segen bitten, um den Segen Gottes, des Dreifaltigen, dann schlage ich einmal vor, ganz bewusst das Kreuzzeichen zu machen beim Segen, an den Vater zu denken, der uns Vater ist, Schöpfer aller Dinge und Vater in Liebe, von ihm geht alles aus. Und der Sohn, der uns gleich geworden ist im Menschsein und der den menschlichen Tod auch auf sich genommen hat, um uns vom ewigen Tod zu befreien. Und an den Heiligen Geist, der uns in der Liebe immer wieder erneuert, der uns heiligt, der uns zusammenführt, ist ein Geist der Gemeinschaft, ist ein Geist der Liebe, ist ein Geist des Trostes, ist ein Geist, den wir Tag für Tag brauchen. So segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche noch einen schönen guten Abend. Geht hin in Frieden.